Hallo allerseits. Wir, das heißt der Toni Scholl, unser Dirigent, 8 Musiker von der Bläserphilharmonie Baden-Württemberg und meiner einer, ich bin der im roten Jackerl wedel, tratschert oder singt, möchten euch gern die weltberühmte Oper Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart vorstellen. Und weil wir keine Flöte haben, spielt eben Tanja, die sitzt oder steht ganz rechts, die Zaubertröte auf der Klarinette. Mit viel Musik erfahrt ihr dann, warum die Zaubertröte so wichtig für die Menschen ist und vor allem war. In der Zaubertröte geht es nämlich um 6 wichtige Personen. Genauer gesagt, 2 Königskinder, Prinz Damino und Prinzessin Pamina, lieben sich. Aber die Mutter der Prinzessin, die Königin der Nacht, will das nicht. Ein kluger Mann, der an Gleichheit, Brüderlichkeit und vor allem Freiheit glaubt, was zur gleichen Zeit auch die Revolutionsparolen der Franzosen waren, hilft den beiden. Und zwischen all diesen Reibereien wird ein kleiner Vogelhändler, der Papageno, fast verrückt. Natürlich sind am Ende alle glücklich, außer der bösen Königin. Schwupp dich, die Zauberflöte macht, dass jemand auftaucht oder jemand verschwindet. Das ist der Wahnsinn. So ein Instrument hätte ich auch gern gehabt, besonders in der Schule. Gell? Wenn der Lehrer was blöd sagt, bläst man ein bisschen auf der Flöte, schon ist er weg. Das wäre doch schön, oder? Dem Mozart seine Gassenhauer pfeift und singt da jeder und schwupp dich bin auch ich weggeflötet. Der Kaiser von Österreich war jedenfalls über die Zauberflöten nicht sehr amüsiert. Wird doch die Königin der Nacht mit all ihrem adligen Popel in der Oper auch noch auf den Mond geschossen? Da hat er vielleicht gesagt, ein solches Märchen braucht man nicht, ach wär doch nur der Mozart weg. Schäm sich der, der jetzt was Böses denkt. Wie auch immer. Applaus, Kinder, das Märchen ist aus. Unser mozartlicher Geschichtskrimi, die Zauberflöte, Tröte, dauert nur eine Schulstunde. Die Originaloper ist fast 4-mal so lang. Und langweilig wird's bestimmt nicht. Müsst ihr doch auch ein bisschen mitmachen. Alles dann, vielleicht sind wir ja mit der Tütata auch bei euch bald da. Lasst's euch überraschen.